So, herzlich willkommen zur Brucker Wattstunde, eine Ausgabe im Sommer 2021 nach den Pandemiebeschränkungen. Wir haben lange Zeit nichts gemacht, weil es nichts zum Fahren und nicht viel zum Sagen gab aus meiner Seite. Aber jetzt gibt es wieder was zu sagen. Das ist so eine Art Abschiedstour mit dem roten Ioniq. Ich habe dieses Wochenende Zeit, ich besuche Freunde in Nürnberg und in der Nähe von Würzburg und fahre dann wieder zurück. Und während der Zeit werde ich fahren und laden, ein bisschen rumprobieren. Und in den Ladepausen werde ich ein bisschen was erzählen zum Ioniq und was mit ihm passieren wird. Wenn euch das interessiert, bleibt gern dran. So, die Challenge wird sein, ich habe mir eigentlich vorgenommen, bis Nürnberg zu meinem Ziel mit einer Ladung durchzukommen. Der Ioniq hat so, er zeigt immer so um die 240 Kilometer Reichweite an, wenn er voll ist. Es handelt sich hier um den Classic mit 28 Kilowattstunden Akku. Und aber erfahrungswert ist, wenn man so ein eher normales 130 km/h irgendwas Autobahngeschwindigkeit fährt, Temperatur ist so ein Bullshit, dann braucht man so nach 110, 120 Kilometer eine Ladesäule. Und eigentlich ist mein Ziel 170 Kilometer weg und ich habe Zeit. Ich will jetzt mal versuchen, ob ich es mit sparsamen Fahren, also so um die 100, vielleicht 110, schaffe, ohne Zwischenladen nach Nürnberg zu kommen und vielleicht mit dem vorletzten Huster auf den Hof zu rollen. Das ist so mein Challenge heute, weil der Ioniq nach wie vor eins der sparsamsten, wenn nicht das sparsamste Auto überhaupt auf dem Elektroautomarkt ist. Und darum gehört der für mich auch noch lange nicht zum alten Eisen, auch wenn man jetzt trotzdem hier geht. Ich denke, das Hypermiling, also das Langsamfahren für Spaß, wird mir heute nicht schwerfallen, weil ganz schön viel Verkehr ist. Ich meine, ich habe mich jetzt auch für die Autobahn entschieden, weil es einfach der kürzeste Weg ist zwischen Nürnberg und München, beziehungsweise meinem westlichen Wohnort. Es gibt, wenn ich viel Lust habe, auch noch die Möglichkeit, über die B2 zu fahren. Es dauert aber deutlich länger, muss man zugeben. Und wenn ich dann da in meinem kritischen Akkubereich versacke, dann bin ich halt so in der fränkischen Pampa, dass da auch mal gleich 20, 30 Kilometer keine Lademöglichkeit ist. Ich kenne mich da nicht so wirklich gut aus in der Gegend. Man kann natürlich online suchen und dann irgendwo hinschleichen. Aber das wollte ich mir jetzt diesmal nicht antun. Also, durch das viele Langsamfahren, durch das Gestaue her, was eigentlich unangenehm ist, profitiere ich als E-Fahrer und habe mehr Reichweite. Naja, gucken wir mal. Noch ist der Akku auf ganz voll. Ich habe hier so ein wunderbares Tool installiert. Sehr zu empfehlen, die Ioniq Info. Das kann man dem Navi ein bisschen runtermogeln, weil das ja eigentlich ein Android-System ist. Und wenn ich weiterhin so mit meinen 9,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer fahre, wie man hier sehen kann, dann sollte ich auch mit meiner 28 Kilowattstunden leichter drauf kommen. Ja, ein bisschen mehr wird schon werden. So 12 bis 13 erlaube ich mir. Da könnten 100 km drin sein, viel mehr nicht. Wenn es sich halt nicht ausgeht, muss ich halt den Kriegen raus oder irgendwo in die Lippen steigen. Ne? Also mit dem Gestaue heute kriege ich den Akku eh nicht leer. Ich hätte eigentlich gerade mal Bock auf ein Eis oder sowas, aber irgendwie komme ich null voran und vielleicht hätte ich doch lieber über die Bundesstraße fahren sollen. Stop and go auf der A9. Naja, es gibt immer wieder einen Doofen, der am Freitagnachmittag meint, der könnte auf der A9 Zeit sparen. Nicht nur die da draußen, auch der hier hinter der Kamera. Alter Schwede, 3 Stunden gefahren. Von München nach Nürnberg, überall Baustellen und stauig und Stop and Go und so. Weil der Akku hat sich dafür gut gehalten, ist noch ein Drittel voll da. Naja, also gut, keine Rekordzeit, bis ich da bin, ist es 19:15, keine Ahnung, also 3 Stunden kommt schon hin. Naja, wir werden dann sehen, ich schaue, dass ich das Auto über Nacht aufgeladen kriege mit dem Notlageziegel und dann geht's morgen. Der Blick auf meinen Energiemonitor, die fahrende Strecke 187 Kilometer in 3 Stunden, Durchschnitt 61, das ist nicht toll, Verbrauch knapp 11, ist cool und im Akku haben wir nur 25% drin, also, ach nee, 29.
das ist sehr sparsam gefahren. Die schönste Ladestation in Nürnberg, privat unter Rosen. Ne? Ja, ich bin wieder und weiter unterwegs. Jetzt geht's von Nürnberg auf Mainfranken weiter. Da zwischen Würzburg und Schweinfurt ist mein Ziel. Das geht auch wieder wunderbar mit unserem kleinen alten Ioniq Classic. Ich fahre halt langsam, weil ich Zeit habe. Also eine Tempomatstelle auf 110. Jetzt im Moment fahre ich gerade mal hinter dem Laster her. Alles easy. Ja, warum verkaufen wir dieses wunderbare Auto, in dem man ja doch auch gut reisen kann? Der Punkt ist, wenn ich Zeit habe zu planen, dann kann ich da ganz easy fahren. Aber wenn es mal schnell gehen muss und du hast vielleicht den Kopf mit anderen Dingen voll, dann ist es wesentlich angenehmer, in einem moderneren Elektroauto zu fahren, das einen größeren Akku hat, wo du einfach drauf losfährst. Mehr Reichweite, fährst deine großen Ladepunkte an und suchst nicht zwischendrin und fährst auch so schnell oder langsam, wie es der Verkehr zulässt und nicht bewusst auf Schleichfahrt, also sprich Hypermining. Das ist der Grund, warum wir diesen kleinen Ioniq dran geben und uns einen neuen Ioniq 5 holen werden. Dieser neue Ioniq 5 ist ein wunderbares Reiseauto. Wir haben es kennengelernt, weil wir dummerweise den kleinen zum Händler bringen mussten und die Inspektion gemacht haben, dann stand der neue da rum. Das ist ein ganz tolles Auto, sehr bequem, sehr komfortabel. Da gibt es vielleicht später auch nochmal ein Video von uns, um dieses Fahrzeug vorzustellen. Und du kannst bei dem Wagen halt einfach schnell laden, viel schneller als bei dem. Also dann drauf losfahren. Du musst dir nicht so viele Gedanken machen, wenn du halt mal eine weitere Fahrt hast wie 150 Kilometer. Gehen tut alles auch mit dem Kleinen, aber es ist ein wesentlicher Komfortgewinn. Und darum wird es wohl bald einen anderen Wagen geben. Das heißt wohl, es wird ihn geben. Wir haben ja bestellt. Kommt Ende des Monats. Bin ja schon wieder da. Akku ist noch halb voll. Es ist 3:45 so umra. Ja, meine Fahrtstrecke waren jetzt. Ich brauche gar nicht so richtig. Muss ich nachher ausrechnen. Dieser Akku, wie gesagt, da komme ich noch locker wieder zurück zur Autobahn und zum ersten Schnelllader. Bin sehr sparsam gefahren. Wir haben hier grob 11,2 Kilowattstunden. Gut, ich bin sehr langsam gefahren, alles klar. Das ist kein Racing-Ding, aber so 110 Tempomat. Da wirst du manchmal sogar noch von Wohnwagen gespannt, überholt mit 110 Tempomat. Gut, ist halt so. Ja, schauen wir mal, was meine Freunde hier so machen und ob ich hier irgendwo aufladen kann. Aber jetzt sehen wir. So, Tag 3 der Franken-Mainfranken und so weiter Tour. Ich bin jetzt wieder aufgebrochen von zwischen Schweinfurt und nirgendwo. Ich habe meinen ersten Mini-Ladestopp gemacht. Das Auto war eigentlich noch bei 2/3, 67% oder so. Aber ich kannte die Ladestation in Uffenheim, das ist eine Fastnet-Station. Und ich habe eigentlich gehalten, weil ich pieseln musste und ein bisschen durchstattet. Und dann gab es hier einen Spezi. Spezi muss mit. Und nur 3,5 Kilowattstunden reingeladen, weil ich dann relativ knapp sonst angekommen wäre, kurz vor Augsburg. Und das sollte jetzt eigentlich locker rausgehen. Ich fahre dann ab, fahre die kürzeste Strecke bis zum Autohof in Westendorf. Den kenne ich eigentlich auch ganz gut, das ist eine OMV-Tankstelle. Da werden wir dann ziemlich mit 5-10% ankommen und da müssen wir dann ziemlich voll machen, dass wir nur nach Hause kommen. Aber bis jetzt ist das alles noch ganz entspannt hier. Autobahn ist relativ frei, es gibt Baustellen, ist halt die A7. Naja, alles gut, schönes Wetter. Naja, irgendwie war es das jetzt mit dem gemütlichen Sonntagsfahren. Weil jetzt staut sich's. Es ist eine Baustelle und auf einmal geht gar nichts mehr. Hier nach vorne, ich weiß nicht, ob man sieht in der Ferne. Alles gut. Naja, dann hätten wir vorher auch abfahren können. Aber der Tesla hätte mir das gesagt. Nicht rumdrücken oder irgendwas. Der Tesla hat eigentlich gesagt, fahr außen rum, fahr woanders. Der kennt die Staus. Der guckt bei Google selber nach. Aber ja. So, angekommen im Westendorf. Ladestation an der OMV-Tankstelle. Und jetzt gibt es einen kleinen Asia-Imbiss. Und das mache ich mit Doc. Dabei kann der Wagen vollladen. Die halbe Stunde ist gut verbracht. Und dann mag ich noch den Rest bis nach Hause. Mahlzeit. Ja. Bleibt mir zu sagen, Zusammenfassung von der Fahrt.
sehr problemlos. Zweimal ohne Zwischenladen, einmal mit, zweimal Strom geschnurrt. Naja, ich habe immer was mitgebracht, das gilt dann schon, das waren jemals vielleicht 6 Euro zum Laden. Das Auto fuhr problemlos, er ist jetzt schon weg. Ich weine immer ein bisschen nach, weil ich mochte den Wagen, weil der so eine integrierte, einkonstruierte Schönheit hatte, weil er sparsam war, kleiner Akku, ressourcenarm, trotzdem nicht gut von A nach B gebracht, also absolut problemlos, wir haben nichts gehabt. Am Schluss war eine Kleinigkeit, ein Riss in der Scheibe, das passiert aber bei jedem Auto. Ja, farewell alter Ioniq, Ioniq Classic, war eine interessante Zeit. Der neue steht zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos bereits vor der Tür und wir bauen ein paar neue Videos damit. Problemlos, es ist problemlos im Alltag elektrisch zu fahren. Auch du sollst es probieren. Spaß im Leben und fahr's elektrisch.